Herzlich willkommen in der Wessenberg Galerie in Konstanz. Mein Name ist Monika Leister, ich bin freischaffende Kunsthistorikerin und habe die große Freude, Ihnen unsere derzeitige Ausstellung noch vorzustellen, wenngleich auch nur in kleinen Häppchen und nur online. Anders geht's leider nicht. Die Ausstellung heißt August Deusser. Kunst für immer und immer nur Kunst. Und das sagt unser Protagonist. Hier haben wir ihn tatsächlich auch schon, August Deusser, in einem Selbstbildnis von 1911. Er zeigt sich dort absolut in der Moderne. Man merkt ein Gefüge des Hintergrundes, dass er die Werke von Cézanne durchaus gekannt hat. Ja? Auch wenn er sich hier sehr repräsentativ zeigt, in einer ordentlich knalligen Farbigkeit. 1911 war er 41 Jahre alt, das heißt, er war 1870 in Köln geboren, schön Köln am Rhein. In der Akademie in Düsseldorf hat er seine Ausbildung genossen, auch sein Wirkungskreis war überwiegend in den Rheinlanden. Da fragen Sie sich sicherlich, wie kommt denn die Wessenberg Galerie Konstanz dazu, eine Ausstellung zu August Deusser zu machen? Wenn Sie allerdings wissen, dass er seine letzten Lebensjahre von 1939 bis 1942 hier in Konstanz mit seiner gesamten Familie verbracht hat, im Inselhotel auf der ehemaligen Dominikanerinsel, dann wird das schon ein bisschen klarer. Aber jetzt erstmal zu seinen Anfängen. Die drei Gemälde, die Sie an dieser einen Wand hängen sehen, sind entstanden während und nach der Ausbildung von August Deusser, also noch vor 1900. Und Sie merken, dass er eine akademisch korrekte Ausbildung genossen hat. Sie haben keine farbenfrohe Leinwand mehr hier, sondern alles existiert in Grau, Grün und Brauntönen, relativ düster in der Tonigkeit, so wie man das ganze 19. Jahrhundert an den Akademien gelehrt hat. Ebenso legt er sein Augenmerk auf Detailgetreue. Schauen Sie sich hier bei dem Bild im Vordergrund die beiden Pferde an. Dazu gehört natürlich nicht nur anatomische Kenntnis von Pferden, sondern er schaut auch genau, wo das Licht auf dem Fell des Pferdes sich reflektiert. Und dennoch wird er unerhört modern, wenn wir uns den Himmel anschauen und die heranprätschenden Kürassiere im Hintergrund, die sich in einer Wolke auflösen, kaum ist eine einzelne Person und ein einzelnes Pferd noch zu erkennen. Da sind die Ansätze Richtung moderne Malerei bereits gemacht, doch das wird ihn auch später noch viel mehr beschäftigen und wir werden es Ihnen zeigen.